Ein bisschen was dran. Durin Starren wird härter. Ich hätte alles darum gegeben, sich mit denen, die sie retteten, in einen Käfig zu sperren und mir anzusehen, wie ihr Handwerk den Handwerker formt. Diese Kinder ihrer Peiniger in den Stücke reißen lassen. Ich kann nur eine Kostprobe dessen geben, was sie erleiden sollten. Das ist magere Kost für uns beide. Okay, Alana, kann ich leider nichts zu sagen. Ich wollte dich über die Region und ihre Geschichten befragen. Durins grunzt. Möchte ich etwas anderes fragen, weil hier kann ich ja nächstes Mal ausführen, was ich noch nicht hatte. I suspect the answers will seed more questions. Möglich. Ich wollte dich über die Region und ihre Geschichten befragen. Erzähl mir von Magran. Bei den Göttern, du schwappst ja gleich über vor lauter Fragen. Man könnte direkt meinen, du seist ein Kind oder du würdest einfach innerlich verbrennen. Ja gut, du hast aber auch nichts, was ich noch nicht gefragt habe. I suspect the answers will seed more questions. Dann vielleicht die Region? Auch nichts Neues. Okay, dann können wir hier im Moment erstmal nicht weitermachen. Bei ihr auch nicht, oder? Your mind comes bare. Oh doch. Ich habe den Namen Wächter in deinen Gedanken gehört, als du dich an die Geburtsglocke erinnertest. Warum? It is because I once believed I was one. And others believed I was one. Okay. Es wird kühler und einen Augenblick lang scheint es, als würde sie aus deiner Sicht schwinden. Könnte sie es nicht ertragen, gesehen zu werden. Warum dachtest du, dass du ein Wächter bist? Die Welt hat viele Ecken und in manchen Ecken ist der Name Wächter mehr bekannt. Es ist ein einfacherer Titel als andere und manchmal auch einfacher zu bekleiden. Etwas Unbekanntes mit einem Titel zu belegen, kann die Angst davor vertreiben. Und ich kämpfte dagegen an. Ich glaubte sogar daran, dass es wahr ist, obwohl ich nur wenig über die Wege der Wächter wusste. Es gab mir sogar Stärke. Ich konnte die Gedanken anderer sehen, sie formen und beim Führen von Seelen helfen. Wächterin schien mir genug zu sein und der Name schien angesichts der eigenen Taten nur wenig auszumachen. Es gibt noch einen anderen Namen für jemanden mit deinen Fähigkeiten. Medium. Ich sehe das Wort Medium in deinem Verstand und ich sehe dessen Bedeutung, obwohl ich nicht in solchen Dingen ausgebildet wurde und sich der Titel mehr wie ein Mantel anfühlt, den mir die Welt umgeworfen hat, für den sie mich beurteilt. Es ist schon merkwürdig, wie ein solcher Titel definieren kann und wie er manchmal zur Quelle von Gefühlen wird, die von niemandem als der Stimmen anderer kommen. Er ist ein Fluch der Welt. Weißt du etwas über die Wächter? Ich spüre, dass sie einst gezeichnet verhasst waren. Solcher Hass fühlt sich jetzt schwächer an. Ich kann es spüren. Andere Feindschaften sind wegen anderer Titel entstanden. In der Vergangenheit aber loderten sie hell. Jetzt haben sie die Feindschaften verlagert. Und sie könnten wieder auf denselben Titel fallen. Entweder auf dich oder auf mich. Okay, ich möchte was anderes fragen. Oh, wir haben ja alles. It is because I once. Wir haben alles gefragt, alles klar. Gut. Arlof, haben wir was für bei dir noch? Nein. Hey. Da können wir noch was looten. Aha. Warte mal. Ja, gut, da gibt's nichts Neues. Alles klar, gut, dann gucken wir uns mal hier um. Hallo Harry, Vias, hast du was? As a peripatetic loner, I'm not privy to the latest news, but the Hollowborn Children is a tale that has reached even my reclusive ears. Or rather, ear. Ja, du hast ja nur noch eins. Das andere ist halt verkümmert. Aber stimmt, wir haben mit dem ja noch gar nicht gesprochen. Okay, was halten die glanfantanischen Druiden von dieser Not? It's been a long time since I've spoken with my circle. They'd probably tell you what I'd tell you. This plight was most certainly the consequence of someone trespassing into Anguithan places, not meant for folk. I mean, what else other than the gods could inflict punishment of such impressive scale? Da ist was dran. Was denkst du über die Hohlgeburten? Hohlgeborenen? Any time a life is separated from its soul. I wanted to pretend it was just a rumor when I first heard of it.
Als sein Blick an den deinen trifft, verwandelt sich sein übliches Grinsen in einen Stirnrunzeln. Seine Stimme verstummt allmählich. Er versucht mehrmals, seine Gedanken zu Ende zu bringen, bis es ihm schließlich gelingt. Und dann hat er das gesagt, alles klar. In my youth, I'd curse the dear woodens for being ignorant to spoilers that breed out of control. But soulless babies? What heartless gods would inflict that kind of tragedy? No parent or child deserves to be a part of that horror. Ja, falls es überhaupt die Götter sind, das wissen wir ja noch gar nicht, ne? Lass uns über andere Dinge sprechen. Need something? Erzähl mir etwas über dich selbst. My second favorite subject. Was, dein zweitliebstes? Okay, sagt er, während er sich mit den Fingern über den Kopf fährt und sein Fell glättet. What would you like to know? Wie ist es dazu gekommen, dass du als Druide ausgebildet wurdest? Evarias fasst sich an sein Ohr, das halb in Fetzen hängt, und denkt mehrere Sekunden lang über etwas nach. Das war nicht ganz freiwillig, zumindest anfangs nicht. Ich wollte immer ein Jäger werden. Ich habe mein Ziel lediglich über einen anderen Weg erreicht. Als ich ein Kind war, kam ein Anamfad. Okay. Zu Besuch. Ein Ehrengast ist ein Anlass für eine große Jagd. Ich aber durfte nicht teilnehmen. Man trug mir stattdessen auf, den alten weisen Mundschenk zu sein, während alle anderen auf die Jagd gingen. Du ahnst gewiss, was passierte, weiß Anamfath. Schenkt dummes Kind einen Hauch von Aufmerksamkeit. Wir redeten schließlich, bis die Jäger zurückkehrten. Er gab mir seine Hände jagen über seinen Körper, wobei sie alle Taschen und Falten seines Waffenrocks durchsuchen. Das hier. Er zeigt dir ein verrostetes eisernes Medaillon in Form eines Hundekopfes. Ein unter Grenzbewohnern, Entdeckern und anderen Anhängern von Galawain weit verbreitetes Symbol. Okay. Der Anamfath bestand auf meine Ausbildung und niemand in meinem Dorf widersetzte sich ihm jetzt. Er lächelt breit. Brauche ich keinen Bogen zum Jagen? Woher stammst du ursprünglich? My mother's crotch. You? Das ist eine sehr blöde Antwort. Ich meine, aus welchem Land kommst du? Was für ein Zufall. Wegen des Schrittes deiner Mutter bin ich auch gekommen. Okay, ja. Ja gut, eine dumme Antwort, ne? Eine dumme Antwort beschreiben. For the record, only I'm allowed to insult my mother. But I respect your dedication to banter, so I'll let it slide. This time. Okay. Ja, versteht Spaß, immerhin. I grew up in Erglanfoth, specifically in and around Thane Bog. My people, the Fisher Crane Tribe, are migrant stewards of the land. I've walked the whole of Glanfarth many times. Glanfarth. Okay, Glanfarth heißt das, nicht Glanfarth, sondern Glanfarth. Okay. Welche Geschichte steckt in dem Symbol von Vel auf deiner Augenklappe? Vel ist als das augenlose Gesicht bekannt. Also schien mir sein Symbol gut auf meine Augenklappen zu passen. Gedankenverloren fahrt er mit seiner Finger den Riemen der Augenklappe entlang. In meinem Heimatstamm ist Vel Bilddeutung ziemlich beliebt. Aber hier in Dirwald scheint er weiterhin nicht so verehrt zu sein. Ich dachte mir, wenn ich mein Auge ihm, der verdunkelt und offenbart, weihe und genügend Hingabe zeige, dann könnte Vel das alte, ruinierte Ding vielleicht gebrauchen können. Was? Zu gebrauchen können? Was? Das alte, ruinierte Ding vielleicht gebrauchen? Vielleicht das Können wegmachen? Oder zu gebrauchen wissen? Irgendwie, keine Ahnung, das klingt komisch. Naja. Er zieht am Riemen der Augenklappe und lässt ihn mit einem lauten Schnappen los. Wenn du also denkst, ich würde Hinterteile und Brüste anstarren, dann ist es eigentlich nur der Wille des Wels, der meinen Blick kontrolliert. Ehrlich. Okay. Welches Verhältnis hast du zu Galawain? Ich wurde als Jünger des Gottes der Suche aufgezogen. Er ist der Meister der Jagd. Ganz gleich, ob es einfach nur um die Eigenversorgung geht oder das akademische Streben nach Wissen. Okay.
In meinen späteren Jahren fand ich... Er unterbricht sich selbst, schüttelt den Kopf und fängt nochmal von vorne an. Das Leben hat mir gezeigt, dass ich mehr für die Wege Wales geschaffen bin. Die furiose Jagd nach Wissen lässt die Reise zum wahren Verstehen oft hinter sich zurück. Okay. Druiden sind dafür bekannt, sich in Tiere zu verwandeln. Welche Kreaturen sind es bei dir? Das ist eine gute Frage. Als du ihm die Frage stellst, geht er einen halben Schritt nach hinten. Alle möglichen Dinge, sagt er ruhig, verbunden mit einem langen, unbehaglichen Blick. Iravia starrt dich mit verschränkten Armen ausdruckslos an. Lass uns etwas anderes besprechen. So eine knappe Antwort bin ich von dir aber nicht gewöhnt. Was hältst du zurück? Macht 14, also mit Gewalt ein bisschen. Geheimnisse kann ich in meine Gruppe nicht gebrauchen. Los, heraus mit der Sprache. Also das ist ein bisschen drohen halt, ne? Jeder Mann mit Narben wie den deinen hat eine Geschichte auf Lager. Wenn du sie mir jetzt nicht erzählst, werde ich dich einfach später nochmal fragen. Also ich würde sagen, das Intellekt oder Wahrnehmung ist schon mal eine gute Antwort. Und wenn du darüber sprechen möchtest, ich bin ganz Ohr. Auch eine gute Antwort. Wir nutzen mal unsere Wahrnehmung. Weil, stimmt ja, eigentlich redet er immer sehr viel. It's a long story and I haven't really told it before to an outsider. So bear with me. Okay. I struggled with spirit shifting, the final rite of passage in my druidic training. I prayed to Galloway for insight and, in the style of seekers of old, went to the forest, alone, to ask for guidance. Okay. Then I got my answer. An answer, at least, in the form of a vibrantly colored Stelgar that pounced from the underbrush and made a salient demonstration of its capacity to eat things 1/15 its size. Okay, ja klar, okay. Ein Viertel angegriffen, was einfach mal 15 mal so groß ist wie er, alles klar. Das ist schon krass. Da du mir diese Geschichte selbst erzählen kannst, wie hast du das Biest abgewehrt? Das ist ja schrecklich, ich bin dankbar, dass es du überlebt hast. Lass mich mal raten. Das Biest hat dir ein bisschen Vernunft in den Schädel geprügelt. Ja, deswegen hat er auch hier alles kaputt, aber das ist ja böse. So furchtbar, wie das auch klingen mag, es ist ein fantastisches Initiationsritual. Ich bin mir nicht so sicher. Nochmal das hier. Aye, it only cost me half my face. And for the record, the Stelgar limped home with worse. Okay. Seine Fingerspielen trommelt sanft auf seinen Ohrstummel, bevor er sich wieder ein Lächeln auf sein kleines Gesicht breit macht. Ja, okay. As the beast was lopping off bits of my handsomeness, I remember trying to fight back, swinging with arms too short to reach. I felt I had the energy for one last swipe at the beast's nose, and when I lashed out with a punch, my arm felt twice as massive and my fingers sprouted talons. Oh, da hat er angefangen, sich zu verwandeln, alles klar. In a rush of power, I shifted into a mirror of my assailant. Apparently, he couldn't pick on someone his own size. By the battle's end, his severed arm was in my maw. The beast limped away in defeat. Okay, das ist aber eine ziemlich beeindruckende Geschichte. Schon was? Ich dachte, das Gestaltwandeln zu erlernen würde mit etwas Respekt einbringen. Vielleicht würde mir sogar ein ätherisches Mädchen mit einem Fable für kleine Männer ins Netz gehen. Ach, wäre ich ein Anfänger geblieben. Es wäre mir womöglich besser ergangen. Als ich in mein Dorf zurückschlenderte, sahen sie meine Wunden und fragten mich, was passiert sei. Ich zeigte es ihnen. Sie nannten meine Form einen Herbststelgar. Und er öffnet seinen Mund, zögerte aber einen langen Augenblick, bevor er mit Bedacht weiterspricht. Sie waren gar nicht beeindruckt. Okay. Die Rio meines Zirkels halten den Herbststelgar für eine verruchte Abscheulichkeit. Man sagt, dass die Seele unwiederbringlich verloren geht, wenn man von so einem Biest gefressen wird. Da dies meine erste und intuitivste Form war, hielten sie mich für einen Träger ihrer Bosheit. Obwohl ich meine Leute niemals auch nur bedrohte, wurde ich als unpassend beurteilt und verstoßen. Gravias seufzt und kratzt sich in seinem vernarbten Gesicht. Ich weiß nicht, was mir Galawain damit sagen wollte, denn daraus lernte ich nur, dass einem der Gott der Sucher bestraft, wenn man sucht. Oh, das ist schon böse. Also bist du eine Art Seelenkannibale? Iravia starrt mit einem Stirnrunzeln an, bevor er sein Gesicht mit den Händen verbirgt. Nein, brummelt er.
Zumindest glaube ich nicht, dass es geht. Ich habe mich niemals hingesetzt und eine ganze Person gefressen, um es herauszufinden. So neugierig, das herauszufinden, bin ich auch nicht. Okay. Du hast deine Gestaltswandelform nicht selbst ausgewählt? Nein. Oder? Nein, sagt er aufgebracht. Er hat mich ausgewählt. Zumindest bilde ich mir das ein. Ich hatte immer angenommen, dass ich mich in einem Hermelin verwandeln würde. Scheint meiner wahren Natur näher zu kommen. Er deutet auf das Abbild Wales, das auf seiner Augenklappe gestanzt wurde. Wie es der Verschleierte lehrt. Wenn die Antwort rätselhaft ist, muss man sich damit zufrieden geben, über die Frage nachzudenken. Wurdest du endlich als richtiger Druide angesehen? Seine Stirn legt sich in Falten. Nein, aber ich weiß, dass ich ein Initiationsritual bestanden habe, das 5-mal so gefährlich war wie das dieser Verräter am eigenen Volk, die darauf bestanden, dass ich gescheitert sei. Könntest du lernen, dich in eine andere, weniger schreckliche Form zu verwandeln? Kann ich bereits. Und manchmal mache ich das auch, sagt er mit einem strahlenden Lächeln, das aber schnell wieder zu einem Stirnrunzeln zurückkehrt. Aber die Druiden meinen Zirkelsmessen der ersten Form große Bedeutung zu. Für sie werde ich für immer unrein sein. Danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Well, if you don't know me, you can't trust me. And if you can't trust me, odds are low you'll leap in front of a flying arrow to save my life. Ist was dran. I've been meaning to visit the Druids of Twin Elms to see if they know more about my spirit shift. If our journey takes us there, perhaps they can enlighten me with more information about the Autumn Stelgar. But for now, maybe we can talk about something less depressing? Ja, ich möchte mehr über Galavan und Vale erfahren. Er starrt dich mit einem Auge ausdruckslos an. Oh, ich weiß nicht, was es über das Thema noch mehr zu sagen gäbe. Es sei denn, du hast es auf eine religiöse Debatte abgesehen. Erzähl mir mehr von deinem Gedanken über Vale. Vale lernte ich während meines ersten Jahres in Exil erst richtig kennen. Ich fragte mich, warum Galavan mich dafür bestrafen sollte, Fragen zu stellen. Welcher gerechte Gott bestraft einen dafür, das zu tun, was er verlangt? Die Hinterfragung meiner Zerfleischung machte mich einfach verrückt. Auf dem Höhepunkt meiner Sorgen hatte ich Träume, in denen ich nur mit meinem verletzten Auge sehen konnte. Mein gesundes Auge. Mein gesundes Auge dagegen war in meinen Träumen blind. Okay. Er hebt die Augenklappe an, um dich vorsichtig an der Augenhöhle zu kratzen. Du kannst einen kurzen Blick auf einen verrunzelten und vernarbten Abszess unter der mit Vale verzierten Klappe sehen. Also stach ich eines Nachmittags ein stilisiertes Augenmotiv auf die Augenklappe. Ich halte es gerne für meine Selbstinitiationsritual in die Bruderschaft von Vale. Okay. Vale ist keine belehrende oder herrische Gottheit. Er verbreitet nicht großzügig Weisheiten und erwartet von uns allen, sie zu hinterfragen und mit unserem eigenen Verstand zu erforschen. Vale erinnert mich daran, dass meine Neugier für alle Wahrheiten empfänglich ist und nicht nach einer bestimmten Antwort strebt. Hat Vale tatsächlich jemals direkt mit dir gesprochen oder dir ein Zeichen gegeben? Helfen dir deine Gebete zu Vale dabei, den Sinn in dem Stelgar-Angriff zu erkennen? Du suchst immer noch nach Weisheit, du fragst nun bloß einen anderen Gott, weil dir der Erste nicht antwortete. Klingt danach, als solltest du Galavan dafür danken, dir die Weisheit Vales gezeigt zu haben. Vielleicht das? Hieravias kichert vor sich hin. Derselbe Gedanke ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Hätte mich der Herbststelgar nicht verstümmelt, wären die leeren Vales für mich vielleicht niemals interessant geworden. Zumindest dafür sollte ich Galavan wohl danken. Lass uns über etwas anderes sprechen. Okay, haben wir alles. Aber vielleicht haben wir nochmal. Need something? Ach, guck mal hier. Erzähle mir über Aiglan Farf. Wir haben eine Quest bekommen, wir haben jetzt eine Companion-Quest so gesehen freigeschaltet. Hieravias. Oh Gott, das ist so viel Gequatsche, ey. In 2 Folgen. Entschuldigung. Ich versuche das wirklich in dieser Folge auf jeden Fall abzuschließen. Es ist ein grünes Land voller Geschichte, Kultur und natürlicher Schönheit. Mit fast flüsternder Stimme fügt er hinzu. Und wir haben schon genügend unerwünschte Eindringlinge. Also solltest du besser nicht auf Besuch kommen. Vermisst du es? Früher,
sagte er mit einem leichten Stirnrunzeln. Er kratzt sich an seinem zerfetzten Ohr und schaut nach Osten.